Outdoor-Verkaufsautomaten. Meine Empfehlung und die Kosten, all das in diesem Video wünscht euch der Onkel Kramer nach dem Intro. Ab geht's! Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Paul Kramer und ich habe mir als zweites Standbein angefangen aufzubauen, einen Automatenbetrieb für Snackautomaten. Ich konzentriere mich auf Outdoor-Stellplätze, weil ich da wirklich flexibel bin. Das heißt, ich habe keine Ferien, ich habe keine festen Besuchszeiten, wo ich da hin muss. Und deshalb bin ich halt im Outdoor-Bereich unterwegs. Zudem muss man sagen, dass Outdoor noch kein großer Markt ist, der da irgendwie schon besiedelt ist, sondern die meisten Aussteller sich auf Indoor konzentrieren. Gut, jetzt sagen die einen oder anderen, ja, Indoor ist ja auch sicherer und das ist eine Innenfirma. Und so ist es nicht. Also hier in der Umgebung habe ich mit einigen Firmen gesprochen, die Automaten bereits da haben. Und da wurde mir halt auch erzählt, gerne in der Nachtschicht werden die Dinger aufgebrochen. Es sind viele Gastarbeiter, denen das dann halt auch egal ist, die nicht langfristig in einem Unternehmen bleiben. Und deswegen wird da gerne mal vermutlich von Gastarbeitern beziehungsweise, wie nennt man das, Saisonarbeitern halt diese Geräte aufgebrochen. Und deswegen ist es nicht unbedingt sicherer. Ich habe mich halt auf Outdoor konzentriert, weil ich kann dann hin, wann ich will und rund um die Uhr. Und das Ding ist natürlich auch 24 Stunden zugänglich. Hat natürlich auch einen Nachteil, bei Regenwetter wird weniger gekauft als bei schönem Wetter zum Beispiel, wird viel gekauft. Das muss man natürlich dazu sagen, aber letztendlich zählt nachher der Schnitt, also der Strich und was drunter steht und übrig bleibt, das ist das, was zählt. Und von daher habe ich für mich entschlossen, dass die Outdoor-Geschichte eine lohnenswerte und coole Sache ist. Es ist eine Art passives Einkommen, wo ich nicht aktiv für arbeiten muss. Klar muss ich die Dinge auffüllen, aber ich habe keinen festen Zeitpunkt. Ich kann es nachher so steuern, dass ich mir einen Angestellten hole auf 450-Euro-Basis, der die Dinger füllt und habe letztendlich nichts mehr zu tun. Klar wird der ein oder andere sagen, ja, da ist ja Geld und sowas, Risiko, dies und das. Und meine Automaten, ich habe jetzt erst 4 Stück, besitzen alle eine Telemetrie. Und bei der Telemetrie ist es so, ich sehe, was verkauft worden ist, also wie viele Produkte fehlen und nachgeliefert werden müssen. Ich sehe, wie viel Bargeld über ist, also was abgeschöpft werden kann und wie viel Geld in dem Wechsler noch drin ist, beziehungsweise in dem Scheinleser. Also von daher ist es relativ gläsern und man kann es immer nachvollziehen, was fehlt oder wenn ich beschissen werde, dann weiß ich das, okay, weg damit, anderen Angestellten so. So ist auf jeden Fall aktuell der Plan. Ich war jetzt erst experimentieren mit dem chinesischen Outdoor-Gerät, sehr fehleranfällig und wenn ich da mehrere von habe, lohnt sich es für mich nicht. Sind zwar in der Anschaffung sehr günstig, aber sowas von fehleranfällig. Deswegen habe ich gesagt, no way. Der Kosten wegen habe ich mich dann für ein Indoor-Gerät entschieden, das ich ein bisschen umgebaut habe. Ein Vendosanten. Indoor-Gerät ist das. Ein Kasten, ein Kühlschrank mit Bezahleinheit, mit Telemetrie. Du kannst mit Karte bezahlen, mit Scheine und so weiter. Und da habe ich dann halt noch ein Dach drauf gebaut. Der einzige Nachteil bei den Indoor-Geräten, und da kommt der knackige Punkt, das ist der Winter. Im Winter friert es und das heißt, das Gerät friert auch innen drinne. Und bei einem Indoor-Gerät ist es so, der besitzt keine Heizung. Das heißt, ich müsste 2 Spiralen rausnehmen, dann da irgendwie so ein Frostwächter oder was reinbasteln, damit das Ganze auch im Winter funktioniert. Und das ist dann wieder Spielerei und nicht Sinn und Zweck der Sache. Zudem sind die Indoor-Geräte nicht so gut isoliert wie die Outdoor-Geräte. Also bin ich dann umgestiegen und habe nochmal 3 neue Outdoor-Geräte nachgekauft, auch von Vendosanten, ohne Fahrstuhl. Fahrstühle, die sind relativ fehlerunauffällig bei der Firma. Sieht man ganz viel an Bahnhöfen, diese Geräte. Aber ich möchte natürlich gar keine Fehler haben. Deswegen habe ich mir gesagt, ich verzichte auf den Fahrstuhl, spare mir nochmal so ein bisschen Geld und habe so eine relativ geringe Fehlerquote. Klar, wenn eine Red Bulldose in den Schacht fällt, dann ist die ein bisschen geschüttelt und das schäumt schon mal beim Aufmachen. Aber im Groben und Ganzen wird das Ganze gut angenommen und die Verkäufe stimmen. Und von daher habe ich mir die 900 Euro für einen Fahrstuhl gespart. Muss natürlich jeder selber wissen, meistens bleiben die leichten Artikel da hängen. Und so ein Verkaufsautomat, der kostet natürlich, die sind nicht günstig. Es gibt durchaus Firmen hier in Deutschland, die nehmen 15, 16, 17 netto für so ein Gerät. Das ist nicht viel zu viel. Ich bin bei meinem Gerät. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch einen speziellen Tarif kriege. Das müsst ihr selber rausfinden. Ich habe euch meinen Verkäufer gerne, verlinke ich gerne unter dem Video in die Infobox mit rein. Auf jeden Fall bezahle ich pro Gerät 9.500 Euro netto. Ohne Fahrstuhl, wenn ich bei diesem Hersteller bzw. Händler kaufe. Ich habe einen Vorteil bei dem Händler, dass er mir nicht nur das Gerät verkauft, sondern auch mein Gerät konfiguriert. Also ich habe den Preis jetzt auf meine Konfiguration für Snacks
und Getränke, so wie ich das haben möchte, in Spiralform. Man kann mittlerweile das Ganze auch mit Laufbändern bzw. mit solchen Schnecken da ausrüsten lassen. Aber never change a running system, deswegen bin ich bei den Spiralen, weil die sehr zuverlässig sind, gut arbeiten. Man kann die einfach warten, einfach sauber machen, einfach wechseln, einfach tauschen, das ist relativ einfach. Aber bei dem Händler, bei dem Hersteller bzw. Händler sind halt natürlich Sachen drin, wie zum Beispiel, schick mir deine Produkte und ich sag dir, welche Spiralen du brauchst. Weil es gibt manchmal Metzgereien oder sonst irgendwelche Artikel, wo man nicht weiß, welche Spiralen da reinkommen, gerade am Anfang, wenn man es das zum ersten Mal macht. Und da wird man gut beraten. Zusätzlich spare ich mir natürlich Technikerkosten. Ich hatte noch nie einen Techniker auf dem Hof. Ich habe jetzt seit Anfang März die Geräte hier stehen, also seit knapp einem Dreivierteljahr. Und brauche ich noch nie einen Techniker. Ich kann alles selber machen. Ich habe einmal einen telefonischen Support, aber selbst den brauchte ich nicht, weil ich da die Möglichkeit habe, über den Online-Zugang mir Videos anzugucken, wie was funktioniert, wie ich was einstelle, wie ich was repariere, wie ich was tausche und so weiter. Und deswegen finde ich diesen Händler besonders gut. Der hat jetzt auch Ende des Jahres soll er noch einen Showroom bekommen. Da will ich auch noch mal gerne hin, ein Video drüber machen. Auf jeden Fall wird man da sehr gut beraten. Er liefert das Ding auch, er stellt es auch auf und gibt auch Tipps und so weiter. Und vor allen Dingen ist es kein Gewaltverkäufer. Also er sagt auch, ich muss dir das Ding nicht verkaufen. Und du kannst es auch woanders kaufen, wenn du meinst, du bist ja besser mitgefahren. Also es ist keiner, der jetzt unter Druck hier wie andere Hersteller, sag ich mal, das gerne machen. Er verkauft einem nichts unter Druck, das ist ganz schön. Man kann sich da halt beraten lassen. Klar soll man die auch nicht nerven, also man sollte sich schon im Vorhinein im Internet informieren und jetzt nicht den Leuten da, sage ich mal, auf den Sack gehen, sondern nur anrufen, wenn man wirklich wichtige Informationen braucht oder ein Angebot oder sonst irgendwas. Aber da wird man auf jeden Fall nicht alleine gelassen, weil manche, die stellen dann so ein Ding hin und dann, ja, mach doch, ist doch nicht unser Problem. So, hier hast du einen Support, beziehungsweise einen Techniker, da kannst du dich melden, der kostet dann mit Anfahrt da erstmal 300 Euro die Stunde. Ja, auf jeden Fall bezahle ich dieses Geld inklusive dem Nayax-Gerät. Das Nayax-Gerät ist bei mir das Bezahlterminal, wo man mit Karten, auch mit der Apple Watch und so weiter bezahlen kann, mit dem Handy, mit sämtlichen Zahlungsmethoden. Und da bezahle ich auf jeden Fall 9.500 Euro netto für insgesamt. Dieses Gerät, was da drin ist, es gibt auch noch andere Hersteller, andere Geräte, ja, aber ich finde, das Nayax-System ist super, super zukunftsweisend. Wenn man jetzt sagt, wir bezahlen morgen mit Bitcoin oder mit dem E-Euro, dann braucht man da nichts umrüsten. Da machen die eine Softwareumstellung bzw. machen Update, ändern was und schon läuft das. Das ist gar kein Problem. Was bei anderen Bezahlmethoden oder Bezahlsystemen wieder so ein bisschen, weiß ich nicht. Also das Nayax ist offen für alles und deswegen finde ich, ist das das System mit Zukunft. Und ich habe zusätzlich beim Nayax halt die Möglichkeit, meine Telemetrie zu nutzen. Und bezahle da, ich glaube, jetzt rund 16 Euro im Monat pro Gerät. Und ist eine gute Sache. Einmal im Monat bekomme ich das Geld gut geschrieben. Das heißt, ich bekomme im Monat Einnahmen und warte dann noch 15 Tage, kriege dann halt mein Geld gut geschrieben. Und da werden dann auch erst die Gerätekosten und so weiter abgezogen. Für die Transaktion, es liegt, glaube ich, bei 3 bis 4%, ist natürlich hoch, aber die haben natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Angebot mit drinne und gerade mit der Telemetrie finde ich das völlig in Ordnung. Und es bezahlen eh nur 5% der, wenn überhaupt, Leute, die an meinem Automaten kaufen mit Karte oder mit Handy oder mit Smartphone oder sonst irgendwas, mit Apple Watch, mit Samsung Watch. Und von daher ist es okay. Das ist dann nicht viel Geld, was ich vorfinanzieren muss in dem Sinne. Also wie gesagt, die Software ist für mich ganz wichtig. Die ist damit bei. Und so sehe ich, was verkauft worden ist. Ich sehe, wie viel drin ist und so weiter. Kann natürlich planen. Ich drucke hier morgens meine Pickliste aus, wo dann draufsteht, wie ich viel einpacken muss. Was natürlich auch einfacher ist für einen Angestellten. Deswegen halt für mich ganz wichtig. Was man in den Kosten natürlich einrechnen muss, ist noch, wir brauchen ein Auto. Wir müssen gucken, dass wir eine Route aufbauen. Und umso mehr Automarken wir haben, umso günstiger wird natürlich das Auto, der Unterhalt und so weiter. Klar steigen die Spritkosten, aber die Fahrzeugkosten an sich teilen sich natürlich auf die Automaten auf. Der Standort selbst kostet natürlich auch Geld. Das müsst ihr alles mit einrechnen. Ich bezahle für den Standort 75 Euro im Monat netto. Dazu kommt Mehrwertsteuer. Und in den 75 Euro enthalten ist 50 Euro für den Standplatz und 25 Euro für Strom. Im Sommer geht das so auf 25 Euro genau hin. Im Winter ist es dann weniger. So habe ich das jetzt bis jetzt gehandhabt. Wer misstrauisch ist, der kriegt einen Zähler dazwischen, dass er das überwachen kann. Aber aktuell laufen alle Automaten ohne Zähler und das funktioniert auch ganz gut. Den Strom natürlich, ihr müsst eine Steckdose vor Ort haben oder eine legen lassen.
Im Regelfall bezahlt ihr das eigentlich selber. Bis jetzt hatte ich immer Glück, dass ich keine Rechnung bekommen habe und der Automatenstandortvermieter quasi das für mich gemacht hatte oder dass es gerade passte. Und von daher ist es alles in Ordnung. Eine Steckdose haben wir jetzt selber verlegt. Das war easy, konnten wir selber machen, gar kein Problem. Wie gesagt, Stromkosten ist auf ein Gerät, ein Outdoor-Gerät bezogen, das im Schatten steht, also nicht in der prallen Sonne. Und so ist das von mir auch kalkuliert. Was ihr auch kalkulieren müsst, ist natürlich, ihr braucht ein Lager und ihr müsst Ware einkaufen. Ich habe bei uns das heißt es hier in der Region Naschwelt, da gibt es eine Dachorganisation, die euch dann weitervermittelt. Naschwelt liefert mir nach Hause hin die Ware. Ich brauche mich um nichts kümmern. Ich kriege zweimal die Woche Lieferung, erst nur einmal die Woche, jetzt mittlerweile zweimal die Woche Lieferung. Das heißt, ich muss auch nicht so viel Ware vorfinanzieren. Die buchen es vom Konto ab, der bringt die Rechnung gleich mit. Und die Preise sind im Durchschnitt günstiger als bei anderen Leuten. Wenn ich da mehr kaufe, kriege ich auch noch einen besseren Preis. Und das müsst ihr dann selber sehen. Ihr müsst dann einmal mal kurz kontaktieren und nach einem Ordersatz fragen. Man könnte es ja gerne mit Metro und Konsorten vergleichen. Bei Metro ist das Problem, dass die Sachen immer schon lange liegen teilweise und ein kurzes MDH haben. Und deswegen ist es für mich uninteressant. Und teilweise sind Sachen auch gar nicht da. Da muss man zu drei, vier verschiedenen Läden. Ja, man kann auch Geld sparen, wenn man zum Beispiel im Einzelhandel kauft, wenn da irgendwas im Angebot ist. Ist aber wieder Zeit, die man mit reinrechnen muss. Und ich habe mir ausgerechnet, für mich lohnt es sich nicht, wenn ich jetzt jedem Angebot hinterherjage. Und deswegen habe ich einen Lieferant. Und ich kann ja vielleicht mal sagen, okay, bei dem Lieferant, mach mir ein Angebot für eine Palette Red Bull. Oder wenn ihr das im Angebot habt, schickt mir eine Palette Red Bull. Aber wie gesagt, das müsst ihr mit einplanen. Mein Kleingeld in den Automaten beträgt Minimum 50 Euro. Im Schnitt sind es so 70 bis maximal 100 Euro. Ich schöpfe es zwischendurch ab, beziehungsweise einige Automaten werfen es automatisch ab einer gewissen Grenze in den Hopper rein. Und mehr Kleingeld ist eigentlich selten wichtig, sage ich mal. Irgendwann hat man dieses Kleingeld-Level, sage ich mal, erreicht, wo man kein Kleingeld nachholen muss von der Bank, sondern immer noch welches abschöpft. Und dadurch, dass natürlich viele mit Scheine bezahlen, werden auch viele Münzen wieder ausgezahlt. Ist natürlich von Standplatz zu Standplatz unterschiedlich. In Schulen hast du mehr Kleingeld und als an anderen Stellen halt. Das ist immer ganz wichtig. Aber Kleingeld müsst ihr rechnen. Ja, 50, 60, 70 Euro pro Automat ist völlig ausreichend. Die Versicherung, ich glaube, ich liege jetzt bei 10 oder 12 Euro im Monat pro Automat. Beziehungsweise bei mehr Automaten wird es nochmal ein bisschen günstiger. Und auch die Versicherung habe ich euch verlinkt. Das ist natürlich ganz wichtig, wenn so ein Ding mal umfällt. Die Dinger werden in den Boden verankert. Man kann es auch so hinstellen, würde ich aber keinen empfehlen, weil wenn jemand daran rüttelt und dadurch verletzt wird, dann kommt nachher die Versicherung und sagt, hey, du hast es nicht festgeschraubt, ne? Mach mal Portemonnaie auf. Und deswegen halt finde ich Versicherung ganz wichtig und das Festschrauben des Automaten auch ganz wichtig. Wir haben vier Füße, da kann man extra Halter für mitkaufen, dass man in den Boden verankert. Es gibt auch Wandhalterung, verschiedene Modelle. Da müsstet ihr euch dann einmal beim Hokumat informieren, was es da gibt, was man da am besten halt nimmt. Und somit müsst ihr halt sagen, okay, das sind die Kosten. Ich mache zum Beispiel einen Testautomat direkt irgendwo an die Hauptstraße. Ich habe mich jetzt auf Hauptstraßen spezialisiert, kann man sagen, weil das am zuverlässigsten sind. Wo viele Leute durchkommen, wird viel verkauft. An Bahnhöfen habe ich keine Chance. Das ist natürlich eine Goldgrube. Aber die Bahnhöfe werden wahrscheinlich von drei bis vier Automatenaufsteller in ganz Deutschland beherrscht, ist ganz klar. Die Bahn hat kein Interesse daran, mit einem Automatenaufsteller hier eine Rechnung, da eine Rechnung. Die wollen mit einem großen Partner zusammenarbeiten und das ist man am Anfang einfach nicht. Und deswegen ist Bahnhöfe erstmal leider passé. Man muss natürlich beachten, dass man es nicht irgendwo vielleicht in die Pampa reinstellt. Es gibt auch Automaten, die in der Pampa gut laufen, wenn da irgendwelche Ausflugsziele sind. Allerdings Fahrradfahrer und sowas kaufen auch nicht viel Getränke. Die haben ihren Kram immer mit, die sind sehr geizig. Am besten sind wirklich junge Leute und Leute so bis 40 Jahre ungefähr. Die kaufen gerne an so einem Automaten ein. Also auf die Älteren würde ich da jetzt nicht hoffen. Außerdem müsst ihr beim Aufstellen natürlich gucken, wenn ihr so einen Automaten hinstellt. Das Ding ist unbewacht, im schlechtesten Fall. Ihr habt keine Kamera da. Und wenn ihr einen gut frequentierten Ort habt, wie zum Beispiel eine Hauptstraße, da wird es eher weniger aufgebrochen. Klar, das Ding ist versichert, ja. Aber irgendwann sagt die Versicherung auch, hey, stopp, ne? Habt ihr das Ding aber an so einem Wochenendausflugsziel deponiert, wo nur am Wochenende was los ist, sind in der Woche dann abends oder nachts irgendwann ungeliebte Besucher da und brechen euch das Ding auf wegen ein paar Euro, ja, oder nehmt es halt mit oder randalieren da halt rum, weil sie nicht gesehen werden. Also das müsst ihr selber wissen. Man muss sagen, bei so einem Automaten,
muss Summe X im Monat verkauft werden, damit was überbleibt. Das müsst ihr euch ausrechnen. Das könnt ihr nur machen, indem ihr es einfach ausprobiert. Bei mir ist es knapp so, dass das mindestens 600, 700 Euro ungefähr im Monat Umsatz sein müssen, damit alle Kosten bezahlt sind. So, das heißt, ich habe den Einkaufspreis mal 2 plus Mehrwertsteuer. Das heißt, Mehrwertsteuer abziehen. Die Hälfte davon bleibt, muss ich die Ware wieder bezahlen. Und die andere Hälfte, die da noch übrig bleibt, gehen dann für die Kosten mit drauf. Und somit ist dann quasi der erste Step schon mal, dass es bezahlt ist. Und im Schnitt machen die Geräte zwischen 800 und 2.500 Euro im Monat Umsatz. Das ist total unterschiedlich. Im Sommer natürlich mehr, im Winter weniger. Ich habe gemerkt auf jeden Fall, wenn es regnet, gehen die Umsätze relativ weit runter. Und wenn es kalt ist und schönes Wetter ist, ist es super. Noch besser sind Feiertage. So im Schnitt muss es halt passen. Und deshalb kann man nicht pauschal sagen, ob sich das mit einem Automaten da oder da lohnt. Man muss es wirklich ausprobieren. Man macht dann halt einen Mietvertrag, der monatlich erstmal kündbar ist, und dann kann man immer noch umsteigen, und so, dass man dann flexibel ist und nicht sagen muss, ich bin jetzt hier auf 2 Jahre gebunden und habe einen Automaten, der mir nur Geld kostet und kein Geld bringt. Im Grunde finde ich es ein cooles Investment im Gegensatz zu einer Wohnung oder zu einem Haus, das man vermietet, weil wir sind sehr mobil. Wir haben so ein Gerät innerhalb von 4 Jahren mal eben abbezahlt und abgeschrieben, und es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten. Wir sind zeitlich sehr flexibel, und klar müssen wir uns mehr darum kümmern als um eine Wohnung oder sowas, haben aber auch mehr beim Return of Invest, beziehungsweise ich kriege Geld zurück und habe da was von über, als bei einer Bude halt. Das waren mal kurz die Punkte. Ich muss euch auf jeden Fall bitten, nicht anrufen. Das sind so viele Leute, die mittlerweile anrufen und auch mitkommen wollen und die so eine Automatentour mal angucken wollen. Ich nehme euch mit der Kamera nochmal mit. Aber ich persönlich bin auf jeden Fall momentan so, ich habe relativ wenig Zeit. Ich habe meine Automaten, ich habe mein Video-Business. Dann habe ich noch zusätzlich den Flugschein, den ich gerade mache. Der nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Und deswegen bin ich momentan echt ausgebucht und habe keine Zeit und versuche alles über die Videos zu erklären. Alle wichtigen Links, wo ihr was bekommt, sind unter dem Video in der Infobox. Ich würde mich freuen über ein Abo von euch. Sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck mit eurem Paul Kramer. Ciao. Let's put our living stereo stylus in this groove.